Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 3.6.2022. Und zum Donnerstag hat man unserem DAX nun Scheuklappen aufgesetzt, damit der nicht nochmal vor den wichtigen Bereichen scheut. Man muss allerdings sagen, dass man diese Scheuklappen erst nach Mittag draufgesetzt hat. Der hat am Vormittag ordentlich zu kämpfen gehabt, irgendwie über die 460 darüber zu kommen. Das, 460, 480, 500, das war der Bereich, wo wir gesagt haben, da muss er einfach drüber, dann ist er für mich wieder positiv, dann geht er in das Gap rein, dann macht er auch die 635 und so weiter und so fort. Und wir hatten gesagt, solange das nicht passiert, kann er nämlich im Zweifel auch einfach diese Korrekturbewegung einfach noch ein bisschen fortsetzen, bis hier unten rein, ne? Also durchaus auch noch 270, 180, 200 erreichen. Das hat aber nicht getan, hatte auch eigentlich klar und deutlich angezeigt, ne? Der hat von früh an, ich glaube 8, 9, 10, 11, 12, das waren alles nur grüne Stundenkerzen, eine nach der anderen, damit er auch gar keiner irgendwie einen Zweifel kriegt. Der will versuchen, an der 460 rauszukommen. Einzigste, wo es dann so ein bisschen zwiespältig war, war zum Eintritt der Amerikaner, ne? Als die gekommen sind. Der hat sich nochmal so unten auf die 400 raufgeschoben. Da habe ich mir auch so gedacht, naja, jetzt dreht er wohl nochmal komplett nach unten und setzt hier noch ein Tief drunter, aber da hat er gut gefangen gekriegt. Hat er sich wieder auf der 400 verteidigt, das hat er die letzten Tage relativ oft getan. Und dann eben auch endlich mal die 460, 480 nach oben rausgenommen. Sodass wir jetzt hier wieder in der Trendfortsetzung erstmal sind und unser DAX nach oben ein bisschen Platz hätte. Grundsätzlich könnte er dabei sogar bis in die 8,60, 8,30 rein, das wäre das nächste größere Ziel. Aber sollte ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu optimistisch rangeht. Wir hätten hier ein erstes kleines Zwischenziel im Bereich um 6,35, 6,50. Es kann durchaus sein, dass wir von dort starten und erstmal in den Rücklauf gehen. Und der Rücklauf, der könnte sogar bis 500 runtergehen. Soweit muss er gar nicht kommen, aber ich könnte mir sowas schon gut vorstellen, dass wir positiv reinstarten. Alle denken, ah, Friede, Freude, Eierkuchen, dann ist aber nicht Friede, Freude, Eierkuchen, dann dreht er sich nach unten, dreht sich nach unten richtig ein, liegt dann eher schwerfällig im Magen, sodass viele sagen, naja, dann war es viel Ausbruch über der 600. Alle denken, der bricht jetzt hier besonders wohin nach unten und dann klickert er sich einfach am Abend so wieder hoch und legt sich vielleicht noch an so eine 700, 96. Ne, das wären jetzt schöne Bereiche auf der Oberseite. Also auch das ist hoch hier. Man sieht es jetzt, wenn man diese gestrichelte Linie, die entsteht, wenn ich den Cursor halte und die nach ganz links durchzieht, dann kommt da ein kleiner, das da hier, ne? Die Kerze hier, die hat die hoch in der 37. Das wäre auch noch so eine schöne Stelle, was man dann zum Abend hin erreichen könnte. Ja, also das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir positiv reinstarten, dann aber doch ein bisschen so Fake-Signal probieren zu bauen, ne? Also, dass er antäuscht, der würde das nicht halten können und würde jetzt hier komplett wieder zusammenbrechen und sich dann aber hinten raus relativ träge einfach wieder hochkleckert. So, das fände ich typisch für einen Freitag. Das würde gut reinpassen. Ansonsten steht ihm natürlich mit einem neuen Hoch hier in der Aufwärtstrendbewegung natürlich auch frei, hier weiter rauszukommen. Er kann auch direkt 37 anschließen, er kann auch direkt das Gap zumachen. Das wäre alles erlaubt. Na, also grundsätzlich. In dem Sinne eine eher positive Vorlage, muss ich eben bloß aufpassen, dass man nicht auch zu optimistisch wird. Ne? Weil jedes Mal, wenn unser DAX hier zu optimistisch aussah, gab es dann ordentlich eine auf die Klatsche. Solange aber keine roten Stundenkerzen kommen und solange der richtig Stress da auch drauf bringt, würde ich auch sagen, dann lieber nicht den Teufel an die Wand malen, einfach mit dem Markt mitgehen, handeln das, was kommt. Und wenn der nur nach oben bestätigt, ne, und ihr kennt das, wie es ist, wenn der mit Aufwärtsgap reinkommt, dann da setzt bei meistens schon der Verstand wieder aus, halt, ne? Dann kriegen die das nicht mehr hin, dann da irgendwie noch einen Long zu suchen, dann wird er reingeschortet, was das Zeug hält, und schwuppdiwupp, dann steht er oben an der 860, das kriegt er dann hin, ne? Das ist immer so ein bisschen davon auch abhängig, wie er die Leute so einfach vorgelegt kriegt, ne? Und in der Regel ist es halt so, die meisten Privatanleger verlieren halt einfach nur Geld, weil sie instinktiv handeln und die Börse dazu ausgelegt ist, dass man eben mit diesem instinktiven Handeln, was einem so aus dem Bauch rauskommt, aus dem Gefühl rauskommt, der Markt dreht es eben so, dass er das dann zur Ungunst derjenigen ausübt, sodass die am Jahresende eigentlich Geld in die Börse reingegeben haben und diejenigen, die die Kurse ziehen, letztendlich das Geld ansammeln, sodass das Geld von vielen kleinen auf die wenigen großen übergeht, die eh schon genug haben. Na, das ist, dafür ist die Börse da. Dafür wurde sie geschaffen und so funktioniert sie auch prima. Das funktioniert schon immer. Und deswegen kann man da am Freitag wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen drauf achten. Na, wie verhält sich der Trader rechts und links von mir? Was machen die anderen so? Und
Wenn die alle nur Schrott reinbuttern, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass da nach oben doch einiges noch zu holen geht. Ja, so, also Punkt. Das ist eigentlich das, was ich hier mitgeben wollte. Ne, wir haben Support auf der 500 und 480. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass das verstanden wird. Wenn der hier zum Beispiel plus 635 macht und der klickert sich dann hier so rein, dass er von dort durchaus nochmal hochkommen kann, dass man da nicht zu früh schon den Kopf in den Sand steckt. Ne, aber unter 445 würde ich ihn nur auch nicht mehr sehen. Ja, dann hätte er hier einen Doppeltop stehen und dann geht er auch hier unten auf Kampfkurs. Aber das ist noch nicht, da können wir vielleicht dann in der Analyse am Sonntag für den Montag drüber sprechen, sollte das denn überhaupt Gegenstand werden, ne? Weil so an sich ist jetzt erstmal eine gute Vorlage. So, dann haben wir Tagesschart, auch das ist eher eine positive Vorlage, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu optimistisch wird, aber es ist halt Handel, das was du siehst und wir sehen jetzt hier, dass runterzu nicht genug Schwäche aufkam, um den Markt hier wirklich dynamisch wegzutreten. Es ist stattdessen jetzt schon wieder nach zwei kleinen Korrekturtagen so viel stärker reingekommen, dass man sagen kann, okay, die Schwäche der letzten 3 Tage wurde jetzt an einem Tag ausgeglichen. Und von daher wäre es jetzt auch auf der Ebene hier durchaus denkbar, dass hier noch eine Fortsetzung nach oben folgt. Ja, und Punkt, können wir eigentlich das auch direkt zumachen. Mehr brauche ich hier nicht zu erzählen. Ja, hier. Punkt. Machen wir so. Also, dann wünsche ich euch einen erfolgreichen Freitag. Schon mal ein schönes Wochenende für die, die mich nicht nochmal hören. Und alle anderen dann am Analyse zum Montag wieder, ja, mich zu haben. Bis dahin. Tschüss.